Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke. Wir sind auf Route 21 müsste es sein und somit auf dem Weg zur Zinnoberinsel. Aber jetzt kommt erstmal ein Doppelkampf mit den ungleichen Pokémon Galoppa und Quapsit als Gegner. So, da sollte natürlich vor allem Bisasflor jetzt aufpassen, aber ich denke, ich krieg das schon in den Griff. Erstmal Psychokinese auf das Galoppa. Stark genug, bis zu killen. Supi. Und ich denke, das Quapsel wird dann keine große Aufgabe mehr sein. Rasierblatt und tschüss. Damit haben wir diese erste Aufgabe dieses Parts gut gelöst. Ich glaube, der Weg ist auch gar nicht mehr weit zur Zinnoberinsel. Aber, ja, ein paar Trainer können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Sobald ich die Zinnoberinsel erreiche, möchte ich dann aber auch von dort direkt wieder wegfliegen. Nur kurz, keine Sorge. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es langsam mal Zeit wird, den Detektor entgegenzunehmen. Man braucht ja 30 gefangene Kanto-Pokémon. Und ja, das habe ich jetzt so langsam aber sicher mal überschritten. Und somit können wir uns den Detektor von Professor Eis Assistenten abholen. Ich finde das immer so ein bisschen doof gelöst in dieser Generation. Oder generell in Kanto halt. Dass man da so spät drankommt. Klar, wenn du von Anfang an Pokémon fängst wie ein Irrer, dann kriegst du es halt auch entsprechend früh. Aber ja, man muss sich auch mal überlegen, wo sich der Typ befindet, ne? Der ist rechts von Urania City auf der Route, ganz am Ende. Okay, nach dem dritten Orden, aber trotzdem gibt es eine Menge Items auf dem Weg dorthin, die unsichtbar sind und die man übersieht. Natürlich, da ist nie irgendwas Besonderes dabei, also wenn du sie nicht einsammelst, dann geht die Welt nicht unter. Aber man hätte es halt doch ganz gerne mal gezeigt, ne? Und jetzt sind wir schon am Ende des Spiels so ziemlich. Da werden wir nicht mehr allzu viele unsichtbare Items sehen. Hier auf dieser Insel könnte beispielsweise was sein. Ich meine, es ist einfach nur ein Fleck im Wasser, ohne dass hier irgendjemand steht. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Seltsam. Die programmieren doch sowas nicht einfach nur so ein, weil sie gerade lustig sind, oder? Oder vielleicht doch. Tja, bei Game Freak weiß man halt nie, nicht wahr? Im letzten Part haben wir auch den berühmt-berüchtigten Carpador-Trainer besiegt, der seltsamerweise Pokémon auf dem gleichen Level hatte. Ich dachte eigentlich, die würden sich unterscheiden. War jetzt nichts Unlösbares dabei, Gott sei Dank. Weil ich dann doch ein bisschen Angst vor diesem Trainer hatte. Aber wir haben bestanden und jetzt geht's gegen einen Mantax, ein Pokémon, das wir noch nicht gesehen haben in diesem Game und was man auch nicht so einfach wegfetzt, denn es ist ein Wasserflug-Pokémon und somit kann es Pflanzenattacken relativ, ja, robust entgegenwirken und natürlich wieder mal fiese Attacken auspacken. Superschall gefällt mir gar nicht, deswegen kommt's zu einem Wechsel. Die Sensenfrau versucht das zu regeln. Denn die wiederum wird von den Wasserattacken nicht so wirklich verletzt und von Flug auch nicht. Kann aber mit der Gesteinsattacke Felsgrab austeilen. Und ich weiß, ihr habt mir schon häufig in die Kommentare geschrieben, erlernt ihr doch Steinhagel bei dem Move-Tutor. Habe ich natürlich schon die ganze Zeit im Hinterkopf, aber ich habe euch auch schon mal gesagt, ich bin kein großer Fan von Steinhagel. Von daher bleibe ich dann doch lieber bei Felsgrab, ehrlich gesagt. Ui, Metagross. Ja, den sollten wir natürlich jetzt doch mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrachten. Kann Ärger machen. Ein kleines Minithema habe ich für diesen Part auch. Es soll um Nintendo NX gehen. Ja. Das Dauerthema. Immer und überall. Unter Nintendo-Fans. Die Gerüchte häufen sich natürlich jetzt so kurz vor der E3. Wobei ja ein Gerücht auch besagt, Nintendo möchte NX schon vor der E3 vorstellen. Das wäre nicht so ungewöhnlich. Ich meine, sie haben das gleiche beim 3DS auch schon gemacht.
Ja, also sie haben das halt kurz so gesagt, hier, das ist der 3DS und blablub. Und die Einzelheiten gab es dann halt auf der E3. So, wenn man das jetzt mit NX auch machen würde, wäre jetzt nichts so total Ungewöhnliches. Hab auch nichts dagegen, ehrlich gesagt. Im Gegenteil. Je früher man was weiß, desto besser. Es soll aber mehr um den Controller gehen. Und um diese Gimmicksucht, die Nintendo seit der Wii-Nintendo DS hat. Denn wann immer man so die Hardcore-Nintendo-Fans fragt, wie denn die neue Nintendo-Konsole aussehen soll, dann sagen fast alle, ganz normal, stärkere Hardware, normaler Controller, keine Gimmicks. Oh, Suicune, holy crap! What's going on? Ja, schwierig, schwierig. Ich probier's mal mit Bisaflor. Aber das ist jetzt riskant. Wenn eine Eisattacke kann, und das dürfte durchaus auf Level 33 schon der Fall sein, dann gibt's Ärger. Also doch lieber Schlafpuder anwenden. Trifft. Wunderbar. So, dann sollte das jetzt hier gut machbar sein. Und da wollte ich natürlich jetzt euch fragen, wie seht ihr das? Wollt ihr Innovation haben? Also sowas wie Bewegungssteuerung bei der Wii, 3D-Effekt beim 3DS, Tablet-Controller bei der Wii U, Touchscreen beim DS und so weiter und so fort. Also ist euch das wichtig? Wollt ihr, dass Nintendo sich so ein bisschen abhebt von den anderen beiden Herstellern? Oder sagt ihr euch, boah, nee, sollte halt schon irgendwie jetzt einfach nur eine normale Konsole sein mit einem normalen Controller. Ich will einfach nur zocken und fertig. Dazu werde ich eine YouTube-Umfrage veranstalten. Das ist ja ein neues Feature. Und klickt einfach auf das i, dann könnt ihr da eure Stimme zu abgeben. Ich bin gespannt, wie das bei meiner Community so ist. Und ich muss sagen, also von meiner Seite aus, ich habe keine klare Meinung dazu. Ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber ich habe tatsächlich keine klare Meinung dazu. Weil, ja gut, klar, natürlich kannst du mit einer normalen Konsole nichts falsch machen, sage ich jetzt mal, ja. Wenn du ihr eine ordentliche Power gibst. The fuck, dieses Pi belegt? Lol. Wenn du ihr eine ordentliche Power gibst und einen brauchbaren Controller, dann kann das Ding halt nicht floppen. Ja, da ist das Risiko schon größer, wenn du irgendein Gimmick einbaust, mit dem die Entwickler dann nicht zurechtkommen. Wie halt zuletzt bei der Wii U. Keiner weiß, was er mit dem Tablet anfangen soll. Dann ist das Flop-Risiko halt größer. Aber es kann halt auch einen gewaltigen Mehrwert bieten, weil die Wii hatte halt nur ihren Erfolg wegen der Bewegungssteuerung. Das war damals revolutionär, hat jeden begeistert, zumindest am Anfang. Und dadurch hat sich das Ding 100 Millionen Mal verkauft. Ja, technisch war es ganz, ganz schwach. Also von der Grafikpower und so. Oder generell die Hardware. Aber dieses Gimmick, das war halt das Besondere. Genauso auch beim DS. Ja, diese beiden Screens. Das war schon Hammer. 3DS und Wii U. Ja, die hatten es jetzt ein bisschen schwieriger. Beim 3DS kann ich es aber ehrlich gesagt nicht ganz verstehen, weil, ja, ich war schon, na gut, ich war nicht schon immer ein Fan des 3D-Effekts. Tatsächlich ganz am Anfang fand ich den auch kacke und meinte so, Kopfschmerzen, bla. Aber man muss sich da einfach nur ganz kurz dran gewöhnen und dann geht das auch. Und heute möchte ich den gar nicht mehr missen. Ich finde, der bietet einen gewaltigen Mehrwert. Logisch, inzwischen läuft der 3DS ganz gut, aber trotzdem ist er der schwächste Handheld von allen nach Verkaufszahlen. Ja, trotz allem. Auch wenn man ihn durchaus als Erfolg bezeichnen kann. Ja, und bei der Wii U, gut. Finde ich auch keine schlechte Konsole, keinesfalls, aber ich kann da halt nachvollziehen, dass die Entwickler so ein bisschen hilflos sind bei dem Teil. Und wenn jetzt Nintendo wieder bei NX irgendwas Komisches einbaut, wie, ja, gehen wir mal auf die aktuellen Gerüchte ein. Diesem Controller beispielsweise, also ich hoffe, ich denke dran, dass ich den einblende. Und wenn nein, dann habt ihr die beiden Controller, die so derzeit kursieren, mit Sicherheit in einem Mario Kart 8 Part gesehen.
haptische Controller und dass du den Controller biegen kannst und so Sachen. Er ist generell klein und hat keine Knöpfe. Heißt, die Knöpfe sollen wohl irgendwie auf dem Touchscreen simuliert werden, habe ich mitbekommen. Es gibt wohl auch eine relativ neuartige Technik, bei der die Knöpfe tatsächlich auf dem Touchscreen simuliert werden und du hast dann auch so ziemlich das Gefühl, wenn du da drauf tippst, dass du richtige... Oh, jetzt muss ich aufpassen, Mann. Oder töte ich den? Doch, komm. Dass du richtige Knöpfe vor dir hast, obwohl es eigentlich bloß auf dem Touchscreen simuliert wird. Ich weiß jetzt nicht, wie sich diese Technik nennt, aber ich habe es letztes Mal gesehen. Wäre halt übel teuer, deswegen halte ich das für sehr unwahrscheinlich, dass die das für NX einprogrammieren, weil Nintendo war jetzt auch niemand, zumindest nicht in der letzten Zeit, die halt voll auf die Hardware-Power gegangen sind, ja, sodass man das Ding dann für 400-500 Euro verkaufen muss. Die wissen halt schon auch, dass sie relativ viele junge Fans mittlerweile haben und da ist es halt dann schwierig, die Eltern zu überzeugen, eine Konsole zu kaufen, die 400 Euro kostet, ja. Ich meine, es wird heute noch rumgeheult, dass die Wii U 300 Euro kostet. Okay, anhand der Hardware-Power ist es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar, aber es gibt halt schon einige Bundles, gerade das Mario Kart 8 und Splatoon-Bundle, bei dem du, wie ich finde, jetzt über die 300 Euro nicht meckern kannst. Ich finde, das ist eigentlich einen guten Preis. Dass das normale Wii U Premium-Pack 300 oder 279 kostet und darüber gemeckert wird, klar, das verstehe ich auch vollkommen, das ist überteuert. Aber komm, eine schwarze Wii U mit MK8 und Splatoon für 300. Ich weiß nicht, warum man da nicht sofort zuschlägt. Egal. Ja, bei NX, was sollten sie da machen? Normale Konsole? Oder wieder irgendein Gimmick? Und jetzt natürlich auch eure Meinung konkret zu diesen Gerüchten. Was wäre, wenn NX tatsächlich so einen komischen, flachen, PSP-artigen Controller hätte, der keine Knöpfe hat, sondern nur diese Drehräder an den Seiten und die zwei Control-Sticks, aber keine Knöpfe mehr. Wäre das ein Drama oder was Neues? Also, ja gut, was Neues wäre es definitiv. Aber wäre es erfolgreich? Hättet ihr darauf Bock? Ich denke mal, da könnten jetzt gerade die Leute zu Stellung beziehen, die häufig am Smartphone Games zocken. Und ich denke, sollte das Gerücht stimmen, dass Nintendo auch genau auf die dann abzielt, weil die sind das halt schon gewohnt, alles mit dem Touchscreen zu regeln. Und es scheint ja auch zu funktionieren, weil es nicht gerade wenige Smartphone-Gamer gibt. Ich gehöre da jetzt nicht dazu, aber ja, soll es geben halt, ne? Und die könntest du damit natürlich mit an Bord nehmen. Und Werbung wäre auch perfekt, da Nintendo ja gerade einige Smartphone-Apps rausbringt. Ja, also wie man es dreht und wendet, es macht schon irgendwo auch ein bisschen Sinn. Aber hätten die richtigen Gamer darauf Bock? Ich bezweifle es ehrlich gesagt und ich muss auch von meiner Seite aus sagen, nein. Ein Controller ohne Knöpfe? Nein, wirklich nicht. Ich finde es ja immer okay, wenn Nintendo, so wie jetzt bei der Wii U, halt ein Gimmick einbaut, aber auch einen richtigen Controller dazu liefert. Das finde ich, haben sie schon ganz gut gemacht mit dem Wii U Tablet und dem Wii U Pro Controller. Aber das löst halt nur das Problem gegenüber den Fans, aber nicht gegenüber den Entwicklern, weil die müssen ja trotzdem was mit dem Gimmick anfangen. Ja, und beim NX wäre es dann halt dieser neue Controller, der keine Knöpfe hat und den du vielleicht sogar biegen kannst. Wie ein iPhone 6. Ja, es ist so schwer, du kannst sowas nicht vorhersagen. Es kann voll ins Schwarze treffen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, das stimmt, ja. Hä? Dieses Item habe ich nicht gefunden? Wie blöd bin ich denn? Lol. Dieses auch nicht? Wir waren doch auf dieser Route. Hä? Was für ein Lappen bin ich gewesen? Ey, ernsthaft? Ich habe hier drei Items übersehen. Wie kann das denn sein? Was war da los? Lel.
Na gut, haben wir sie halt jetzt eingesammelt und von diesem Assistenten hier schnappen wir uns jetzt den Detektor. Ich habe genau 30. Perfekt. Supidupi. Damit lassen sich nun endlich unsichtbare Items finden. Wie gesagt, solche Technologien lassen sich nicht als Flop oder Treffer ins Schwarze vorhersagen. Aber ich bin mir... Also jetzt von meiner Meinung aus, ja. Ich würde sagen, dass ein Controller, den du biegen kannst und der keine Knöpfe hat, dass der floppen würde. Und somit NX eben auch. Ganz egal, was die Konsole sonst noch kann. Aber vermutlich hätte man das über die Wii auch gesagt. Ja, wenn man das so hört. Eine Fernbedienung? Eine Bewegungssteuerung? What the hell? Das kaufen sich keine 10 Leute. Hat man im Übrigen ja auch am Anfang über die Wii gesagt, ja. Gerade die Konkurrenz hat gelacht. Aber dann... verging ihnen das Lachen so ein bisschen. Du weißt es nicht. Aber... Also wenn sie es machen, dann erwarte ich auch einen normalen Controller. Und bitte dann im Bundle, ja. Also nicht, dass du den nochmal extra kaufen musst, wie beim Pro-Controller. Der sollte dann schon im Lieferumfang vorhanden sein. Das wäre schon wichtig. Aber ich will jetzt nicht hier die Umfrage beeinflussen. Also antwortet wirklich so, wie ihr es meint, nach eurem Gefühl. Wenn ihr auf sowas Bock habt, kein Problem, dann klickt auf Ja und wenn Nein, dann halt Nein. So. Pokémon Haus mit der coolen Mucke. Oh, die ist so mystisch und geil. Hier ist auch irgendwo ein Item, das weiß ich. Ja, wo bist du, hä? Ich finde es cool mit den Pfeilen. Also nochmal, ganz kurz und knapp meine Meinung dazu. Für mich würde keine Welt untergehen, wenn sie jetzt wieder eine Neuerung machen würden. Bei NX. Aber... Es sollte besser durchdacht sein als bei der Wii U, definitiv. Und man muss es den Entwicklern einfacher machen und man muss die skeptischen Hardcore-Gamer überzeugen. Und das, denke ich, tut man am ehesten, indem man eben so einen normalen Controller, der ganz ähnlich ist wie der GameCube und Wii U Pro Controller, dass man den in den Lieferumfang packt. Weil ansonsten kannst du wieder argumentieren, Nintendo hat aus seinen Fehlern nicht gelernt. Ja, sie würden dann so ziemlich die, ja, also gut, viele Fehler der Wii U wieder machen. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ich meine, gut. Ich bin Nintendo-Fan, seit ich 4 bin. Und habe schon einiges mitgemacht. Und wie Caleb es zuletzt auch schon gesagt hat, bei Nintendo musst du auf alles vorbereitet sein. Sowohl positiv als auch negativ. Mit extremer Genialität, aber auch mit extremer Dummheit. Von daher, wir wissen einfach nicht, was die machen werden. Aber bald wissen wir es. Spätestens im Juni. Oh, das wird crazy. So, jetzt aufgepasst. Wohin genau ist ein Dreckskerl? Erstmal paralysieren. Ich habe leider keine Unlichtattacke mehr. Ja, obwohl doch. Hab ich schon. Ah, man. Abgangsbund zackt. Ich glaube, ich mache erstmal Psychokinese, weil das nicht sehr effektiv ist. Okay. Vielleicht mache ich sogar nochmal. Weil ich will ihn sicher mit einem Treffer töten können. Obwohl, nee, ich muss sogar bei Psychokinese bleiben, weil wenn ich Fliegen einsetze, gehe ich das Risiko ein, dass er das mit dem Abgangsbund gut timet. Und dann bin ich weg. Oh, oder er macht diese Scheiße. Pass auf! Nein, du dreckiger, verdammter Bastard! Und deswegen ist Wohin genau einfach nur zum Kotzen, Mann! Scheiß Bullshit! Wo sind jetzt wieder die Leute, die labern? Die Nachfolge ist schon entschieden, es stirbt keiner mehr.
In your face, Alter. Damn! Aber warum? Spiegelcape verdoppelt doch bloß die Stärke, oder? Und so stark war die Psychokinese doch gar nicht. Deswegen habe ich das ja gemacht. Drecksack, verdammt nochmal, stirb! Ja super, es ist auch noch das Pokémon, was fliegen kann. Das brauche ich ja auch noch außerhalb des Kampfes. Boah, ich hasse dich! Scheiße! Zum Glück ist es relativ am Ende des Parts passiert, weil jetzt ist die Stimmung natürlich dahin. Ja, da muss ich euch nichts vormachen, ich bin jetzt übelst angepisst! Fucking wohin genau, Mann? Der Killer einer jeden gottverdammten Nuzlocke. Einfach nur ein Schwein. Ich glaube, der ist sogar online gebannt, ne? Mit gutem Grund. Boah, ich muss so aufpassen, dass ich jetzt nicht die übelsten Beleidigungen rauspacke, Mann, Scheiße. Warum muss jetzt ausgerechnet diesen fucking Stachel haben? Was nehme ich jetzt als Ersatz? Ja, Kokowai, ne? Das ist das einzige Psycho-Pokémon, was ich halt noch habe. Da haben wir jetzt zwei Pflanzen-Pokémon im Team. Aber was soll's. Oh Gott, verdammte Scheiße. Fliegen weg. Psycho weg. Donnerwelle weg. Psychokinese weg, weil das waren ja TMs. Oh Mann! Aber es ist wenigstens wieder von den Leveln spannend. Oh mei! Mach Lebensstoß und hau ihn weg. Als ob. Vielleicht hätte ich Trottel auch auf Sensenfrau gehen sollen, weil die hätte ich halt am ehesten opfern können. Aber ich war mir sicher, dass da nichts passieren kann. Mit Psychokinese. Ich wurde wohl leider eines Besseren belehrt. Oh. Vielleicht finden wir ja gleich ein neues Pokémon. Ja, toll, das habe ich schon. Aber das bedeutet, ich habe eine zweite Chance. Wir gehen auf Flüchten und dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Komm, gib mir was ähnlich Geiles. Elektro-Pokémon wäre nice. Aber ich nehme jetzt auch Flug. Also was... Hm. Ja gut, der hat den Psycho-Aspekt, ne? Aber trotzdem. Wir haben schon Kokowai. Und dabei bleibe ich. Ey! Alter, warum bist du nicht vorher... Ach komm, laber, Mann. Wenn der vorhin gekommen wäre, hätten wir jetzt einen Brutalander. Das Leben ist doch scheiße. Der hat sogar Flug. Ich hasse dieses Spiel. Das ist jetzt mit Absicht noch gekommen, bevor ich den Topschutz einsetzen konnte, damit ich nochmal richtig einen reingebohrt bekomme ins Herz. Wäre das geil. Dracheflug, Brutalander, Top-Pokémon... Hätte top reingepasst, aber ne. Nein! Warum? Warum mir geben, ne? Lieber einen Pokémon sterben lassen. Tagebuch, 6. Februar. Mew hat ein Junges geboren. Wir haben es Mewtwo genannt. Als ob Mew ein Mewtwo gebärt. Ihr habt es erschaffen, ihr Schweine. Und mehr darüber werden wir in den kommenden Parts erfahren. Bald geht's weiter! In der schon völlig entschiedenen Nuzlocke. Ne? Wisst ihr Bescheid?